Servus und herzlich willkommen zum neuen Part hier bei Dragon Quest Builders 2 mit eurem Bobas. Heute ist soweit, heute hauen wir die Glocke, denn wir wollen ja wissen, erstmal alle versammeln, ja. Also, wenn, dann sollt ihr schon bei mir stehen, wenn ich die Glocke läute. Und, alle anwesend? Jo, Hallöchen, ist was? Natürlich, ich läute die Glocke. Damit geht die Stufe um 1 nach oben und wir sind jetzt auf der 4. Hervorragend, haben wir das auch schon wieder geschafft. Die Bewohner haben unglaublich große Lust zu bauen. Und alle feiern. Super, es reicht wieder. Ah, da kommen ein paar Bauern. Die Einwohnerzahl der Siedlung von Bobas ist ein wenig gestiegen. Schon wieder 2, die ein Zimmer brauchen. Oh meine Güte, okay. Baubersland, eine Menge neue Anleitungen. Das Holzdach mit Kante. Das flache Holzdach. Das Holzdachfenster. Den Holzdachfürst. Und wir kriegen landwirtschaftliche Ausrüstung. Haltbare Anziehsachen für Agrarfans. Abwehr plus 10. Okay, na, das wollen wir natürlich nicht. Du weißt ja so endlich, wie man Dachziegel herstellt, ja? Für hier ist es etwas zu spät, aber Lulu hätte bestimmt gerne auf dem Eiland des Erwachens ein Dach über dem Kopf. Gröhlende grausend Füßler. Bobas, ich platze gerade vor. Geradezu vor Baukraft. Das kannst du laut sagen. Ich wollte noch nie so sehr was bauen, wie jetzt gerade. Ich kann fast gar nicht stillhalten. So geht es mir auch. Ich will einfach nur immer mehr bauen und bauen und bauen und bauen und dann noch etwas bauen. Geht's euch allen gut? Ich glaube, ihr müsst euch alle mal ein Weilchen hinlegen. Ein bisschen schubbeln hier. Uns geht's prächtig, Malrod. Eines Tages werden wir bestimmt etwas bauen, um unser Verlangen zu stillen. Ich hoffe nur, dieser Tag kommt lieber früher als später. Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten. Das Glockenläuten hat wohl noch ein paar aufstrebende Erbauer beschert. Mit dem Grünfeldbauernhof geht es wieder bergauf. Jo! Du weißt, was zu tun ist, Bobas. Begrüße unsere Gäste und heiße sie in ihrem neuen Zuhause willkommen. Das machen wir. Servus, ihr. Was haben wir denn hier? Das Gottesgewächs? Auf einem Bauernhof? Wer ist das? Was ist das für Ketzerei verantwortlich? Wer ist dafür verantwortlich? Wir sind es. Wir haben diesen Hof mit allem Drum und Dran aufgebaut. Wir sind alle Erbauer. Was? Wenn die Kinder Hargons davon wüssten, würden sie eure Gedärme zu Strumpfbändern verarbeiten. Hey, Bobas. Vielleicht kannst du uns nicht auseinanderhalten, da wir alle die gleichen Hüte tragen. Aber wir sind die Bauern, die bei deinem letzten Glockenläuten eingetroffen sind. Sie zum zweiten Mal läuten zu hören, hat uns darin bestärkt, wir werden auch Erbauer. Ihr seid alle dem Untergang geweiht. Ihr könnt euch ja gern in euer eigenes Verderben stürzen. Aber wir sind nicht so dumm. Du kannst ja deine Selbstgerechtigkeit sonst wohin stecken. Hör auf, um den heißen Brei rumzureden und werde einfach Erbauer, okay? Oh bitte, sag, dass du dich uns anschließt. Sachen herstellen macht so viel Spaß, wirklich. Lass uns alle Erbauer sein und den Grünfeldbauernhof wieder ins Leben rufen. Jo! Oh. Sei ein Erbauer, sei ein Erbauer. Haben Sie den Verstand verloren oder ich? Nun gut, ihr habt mich überzeugt. Wir schließen uns euch an. Wir stammen aus Grünfeld, da können wir auch Grünfeldbauern sein. Zwei weitere Grünfeldbauern ziehen auf dem Grünfeldbauernhof ein. Schön. Ja, ist ja gut mit der Melodie jetzt. Bis zum letzten Ton spielt es immer aus. So, wir wollten... Was bist jetzt du? Boah, Bobas, du hast es mal wieder geschafft. Die Erbauer vom Grünfeld stecken voller nie dagewesener Baukraft. Ich für meinen Teil bin von einem unkontrollierbaren Drang zu bauen erfüllt. Ich muss einfach etwas erschaffen. Hoffentlich können wir diesen Drang konstruktiv zum Einsatz bringen. In jedem Fall bin ich gespannt auf die Gelegenheit, die sich dazu bieten werden. Übrigens, Bobas, hast du dir schon Gedanken über die Angelegenheit gemacht, über die wir neulich gesprochen haben?
Ah, ich rede natürlich davon, wer unser Bürgermeister werden soll. Du stimmst doch sicher zu, dass ich genau den richtigen Bart dazu habe. Ich kenne dieses geheimnisvolle Lächeln auf deinen Lippen, junger Mann. Du stimmst meiner Ernennung also zu? Definitiv nicht. Aber Pastor Al! Jeder Anführer, dem es sich zu folgen lohnt, wird nicht aufgrund seines buschigen Bartes gewählt, sondern von denen, die er anführen soll. Ich schlage vor, du nimmst dir etwas Zeit, um darüber nachzudenken und zu überlegen, ob deine Herangehensweise richtig ist. Oh, Pastor Al, wie konntest du meine Träume so grausam zerschlagen? Aber ich werde nicht aufgeben. Bobas, du kannst dir sicher sein, dass ich alles Nötige tun werde, um der beste Bürgermeister zu werden, den dieser Ort sich wünschen kann. Jo, mach das. Aber du eignest dich wirklich als Bürgermeister irgendwie, keine Ahnung. Okay, so. Hauen wir mal ein bisschen Zeug weg hier. Dass wir das dann auch irgendwann noch grün machen können. Jetzt nicht gleich, natürlich nicht. So, aber demnächst. Unser Bauti schläft, alle schlafen. Würde ich sagen, wenn ein Bett frei ist, werde ich mich da auch noch hinlegen. Bett? Kein Bett? Warte mal. Warte mal. Da habe ich doch noch bestimmt eins, oder? Yo! So. Wie sich das für den Bauer gehört. Der schläft außen. So, gut's Nächtle. Ja, ich möchte einfach Tag haben. Ist immer ein bisschen schöner. Wir haben jetzt schon mit der Nacht aufgehört. Wir haben jetzt mit der Nacht begonnen. Also, oh nein, Faulspuren. Oh, bitte. Wo? Wo? Ich hoffe, ich finde sie. Da sehe ich jetzt keine. Da sehe ich auch keine. Ich glaube, da ist eine. Dreckerde. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und fünfmal. So, dann hätten wir die schon mal. Da ist keine. Da hat sich auch keine versteckt. Wie ihr seht, ich habe hier schon ein kleines bisschen Mäuerchen, ne? Da ist noch eine. Oh May. So. So, gehen wir mal in die Draufsicht. Um zu sehen, ob da noch was ist. Also in den Gebäuden ist ja immer zum Glück nichts. Die sind ja wirklich nur auf. Da beim Baum ist noch eine, ne? Jo. Nee, das war ein Stück Holz, oder? Nein! Da ist tatsächlich noch eine. Oh Mann. So. Das habe ich gemeint mit, dass der Baum im Weg ist, wenn man die pflanzt. So, da haufen wir jetzt natürlich hier ein Loch rein, das ist ganz klar, ne? Warte mal, weg mit euch, weg mit euch. Da nehmen wir natürlich gleich wieder das Weichholz mit raus. Zack. Da. So, das ergibt sich später wieder. Gucken wir erst einmal, ob wir noch Faulspuren sehen. Also auf den Feldern ist nichts, auf der Wiese sehe ich jetzt auch gerade nichts. Ich hoffe zumindest, die sind alle weg. Eine ist hier draußen. Vielleicht erwische ich die noch. Weil ich meine, die geben ja... Oh, und da vorne ist auch eine bei der Treppe. Na, das war gar keine, das war ein Pfosten. Okay. Wo war die andere? Da ist sie.
Muss ja nicht sein, ne? So. Und die Frage ist, mir noch irgendwo eine? Ich laufe hier einfach mal unten rum. Weil die blöden Dinger, die zerstören nämlich nicht alles. Also ich werde hier wahrscheinlich alles mit Mauer zumachen. Nur dass hier da schon mal Bescheid ist. Also sollte da unten drunter eine sein, dann sehe ich die jetzt nicht. Ne, ist aber keine. Dann ist gut. So, wieder wegzoomen. Ja, du regst mich nicht auf. So, damit müssten wir alle haben. Schauen wir mal, dass wir noch hier Brot haben. Yep, das ist gut. Jedes Brot ist gut. So, dann installieren wir mal. Leider ist der Baum noch nicht groß genug, dass wir die Schaukel dranhängen können. Von daher platzieren wir doch einmal die Kürbisse. Wo platzieren wir die denn überall? Also hier macht sich einer wahrscheinlich ganz gut. Am Brunnen vielleicht noch? Jawohl. Ich habe so einige. Hier in der Nähe von der Treppe. Ja, warum nicht links und rechts von der Treppe, ne? Dann können wir natürlich... Ja, ist ja gut. Links und rechts von der Glocke. Und... Eine habe ich noch. Die soll denn hier oben thronen. Würde ich jetzt sagen. So. Einmal gedreht. Gut, dass die auch nach vorne schaut. Hervorragend. Yep, komm her. Peer, dass wir das abschließen können. Donnerlütchen Bobas, diese Kürbislaternen sehen sogar noch besser aus, als ich gedacht hatte. Jetzt, wo diese Dinge von Ort... den Ort verschönern, wird das Erntefest garantiert ein Erfolg. Mach ruhig noch mehr davon, wenn du willst. Lieber zu viel Feststimmung als zu wenig. Oh, wo wir gerade bei Vorbereitungen sind. Weißt du noch, was Pastor L. über die haarsträubenden Kostüme erzählt hat, mit denen sich die Leute beim Erntefest verkleidet haben? Ich habe mich mal erkundigt und ich glaube, ich weiß jetzt, was genau sie alle getragen haben. Also kannst du die Kostümschneiderei mir überlassen. Müssen wir alle diese Kostüme tragen? Ich bin kein großer Fan von Verkleidungen. Potztausend! Gibt wohl immer irgendjemanden, irgendeinen Spielverderber. Na komm, sei nicht so eine Spaßbremse. Pass lieber auf, was du mich nennst, Peer. Ansonsten zeige ich dir, dass Spiele nicht das Einzige sind, was ich verderben kann. Kein Grund, gleich so aus der Haut zu fahren, Malrod. Wir wollen doch nichts Unüberlegtes tun. Wie dem auch sei, danke, dass du die Kürbislaternen gemacht hast, Bobas. Und freu dich auf die Kostüme, ja? Jo, und wie ich mich da drauf freue. Super. Ich bin mal gespannt, was da kommt. So, wir haben hier einen Kürbis. Öffnen bitte. Steine haben da nichts zu suchen. Warum pflanzt ihr die Kürbisse nicht? Ach, weil ich sie angegeben habe. Okay. Dieses Feld ist für Kürbisse. Gut. So, als nächstes war noch die Schaukel. Ja, da kommen sie schon. Schauen wir mal, ob wir die hinhängen können. Auch geht es. Baumschaukel! Jo, wir können schaukeln. Ist das geil. Und wir können sogar mit einem Salto runter von der Schaukel. Ist ja toll. So, ich will aber nicht da hinterm Baum mit dir sprechen. Also von daher bitte komm her, Wilfried. 133 Herzen. Ne, wir können schon... Achso, wir haben das Maximum schon erreicht bei der Siedlung, alles klar. Oh, jau, oh, jau.
Das ist mal ein Anblick für meine trüben Augen. Jetzt haben wir unseren eigenen Blätterspielplatz. Grundgütige, der Baum ist ja bannig schön. Sieht gut aus, riecht gut und ist nicht vergammelt und gelb wie die anderen Bäume hier. Wie nett von dir, Bobas. Du hast mir eine Schaukel gebaut und den passenden Baum gleich dazu. Ich danke dir vielmals. Hm? Warum sollten wir jetzt aufhören? Ich hätte nichts dagegen, diesen Ort in einen wilden Wald zu verwandeln. Aber wie stellen wir das am besten an? Was meinst du? Hm? Wenn du doch nur eine große Wiese komplett mit Bäumen auf einmal anlegen könntest, anstatt die ganzen Samen einen nach dem anderen pflanzen zu müssen. Da fällt dir doch sicher was ein, Bobas. Vielleicht kannst du dir noch ein anderes Wurmfutter ausdenken, das dafür taugt. Abgeschlossen und die zündende Idee. Heute kann Bobas Land eine neue Anleitung. Baumkuchen. Verbrauchsgut. Ein kulinarischer Klumpen voll frischer Luft eines wildgrünen Waldes. Ruft Wilfried herbei, der aus Erde Waldland macht. Jo. Aber wo? Ist die Frage. So, ja, die Wimpelgirlanden, das ist jetzt unser nächstes Ding hier. Ich tue mal die Sachen hier weg, weil die brauche ich nämlich gerade im Moment gar nicht. Das Zeug brauche ich jetzt auch nicht. Das hier auch nicht, das hier auch nicht. Weg damit. Dann haben wir wieder mal Ordnung. So, Wimpelgirlanden. So, ich habe hier schon einiges dekoriert. Jetzt möchte ich mal probieren, ob das tatsächlich möglich ist hier. Oh ja, man kann das zwischen reinhängen. Das ist cool. Immer so als kleine Begrüßung, oder? Haben wir hier in dem Gang auch noch einen? Da haben wir noch so einige zu hängen, also von daher. Dann könnten wir hier noch ein bisschen verzieren. Innen und außen vielleicht. Haben wir hier gleich geschafft. So. Geht es hier um die Ecke? Ja. Leider geht es nicht um die Ecke. Schade. Aber hier können wir noch zwei hinmachen. Komm her. Wundervoll. Meine Güte, danke, Bobas. Bei den hübschen Wimpelgirlanden hier überall fühlt es sich an, als fände das Erntefest bereits statt. Wenn ich mir nur vorstelle, wie alle inmitten dieser farbenfrohen Dekorationen feiern, ist mir schon zum Jubeln zumute. Ich kann es kaum erwarten. Ich weiß, ich hätte dich längst fragen sollen, aber wie bist du überhaupt nach Grünfeld gekommen, Bobas? Ach du liebe Güte, du und Malrod seid auf einem Schiff hierher gesegelt? Mhm. Aber die Kinder Hargons haben Menschen strikt untersagt zu segeln. Allein von einer Insel zur anderen zu reisen, ist der Gipfel der Ketzerei. Aber ich muss auch sagen, dass ich etwas neidisch bin. Ich wollte schon immer mal auf einem Schiff reisen. Man sagte mir, dass es auf einer Insel weit im Osten eine strahlende Stadt namens Mondbach gibt. Ich habe schon immer davon geträumt, sie zu besuchen. Aber es heißt, dass die Kinder Hargons jeden einsperren und den Schlüssel wegwerfen, den sie auf hoher See erwischen. Und du weißt ja, wie sehr sie ihr Bauer hassen. Ihr schaudert bei dem Gedanken, was sie dir antun würden, sei auf der Hut, Bobas. Jo, ich danke dir. Aber mit denen nehmen wir es doch locker auf. Locker. Rosie, was ist mit dir? Der Grünfeldbauernhof ist endlich fertig, Bobas. Und das Gottesgewächs ist größer denn je. Endlich können wir ein Erntefest veranstalten. Auf diesen Moment habe ich mein ganzes Leben gewartet. Du hast doch nichts dagegen, wenn wir sofort beginnen, oder? Noch nicht. Kein Problem. Ohne unseren Ehrengast wollen wir natürlich nicht beginnen. Sag mir einfach Bescheid, sobald du bereit bist. Jo, das mache ich auf jeden Fall. Aber ich habe doch noch so einiges zu tun hier. Also fertig ist der Hof auf jeden Fall nicht. Bevor ich diesen Hof hier verlasse, werde ich auf jeden Fall Umbauten vornehmen. Also zum einen brauchen die zwei neuen Bauern, brauchen ja noch ein Schlafgemach, ne? Das wisst ihr.
Dann möchte ich ja das Zuckerrübenfeld hier, Zuckerrohrfeld hier rüber bauen, wo die Kohlköpfe sind, und das quasi ändern. Und dann möchte ich natürlich auch das Dach fertig decken. Zumindest mal im Bereich der Möglichkeiten, die ich hier habe. Darauf esse ich jetzt erstmal 3 Brote. Dass ich nicht auf die Toilette muss, wundert mich nicht bei so viel Brot. Da muss der Verstopfung haben ohne Ende. So, eigentlich haben wir aber nichts mehr weiter jetzt zu tun. Eigentlich möchte ich den Umbau halt noch machen, bevor ich gehe. Aber ich denke, wir können zumindest das Erntedankfest hier abhalten. Ja, dann machen wir das doch mal. Moment, ich werde aber auf jeden Fall trotzdem natürlich erstmal abspeichern. So machen wir das nämlich. Ja, will ich. Na komm. Und dann können wir nämlich wirklich hier mal getrost die Glocke läuten. Und dann können wir Rosie bitten, dass wir hier unser Erntedankfest machen. Ja. Hallo. Der Grünfeld. Ja, bla. Bla 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 bla. Jo, machen wir. Es war ein langer Weg, aber wir haben es endlich geschafft. Das haben wir dir zu verdanken, Bobas. Ohne deine Hilfe hätten wir das Gottesgewächs niemals zu etwas so Großem und Schönen heranwachsen lassen können. Vielen, vielen Dank. Von jetzt an wird die Insel nur noch grüner werden. Wenn ich nur daran denke, wie strahlend schön alles sein wird, da kommen mir vor Freude beinahe die Tränen. Mir kam da ein Gedanke, Bobas. Sobald unsere Arbeit hier erledigt und Grünfelds Zukunft gesichert ist, könnte ich dann mit dir auf deine Insel kommen? Ich habe immer davon geträumt, den Hof wieder aufzubauen. Und da das nun geschafft ist, kann ich einfach nicht aufhören. Ich möchte Leben und Licht in die ganze Welt hinaustragen. Aber dafür wird auch später noch genug Zeit sein. Jetzt müssen wir erst einmal eine Feier veranstalten. Alle hergehört, es ist Zeit für das Erntefest! Jo. Die Einwohner von Grünfeld nehmen ihre Hacken in die Hand und versammeln sich um das Gottesgewächs, um die lang ersehnten Festlichkeiten zu beginnen. Yo, Party! Ernsthaft? Okay. Yes, was für ein tolles Fest. Alles klar. So, ansonsten gibt es hier weiter nichts zu tun, oder? Also zumindest jetzt für den Moment. Ich schau mal, was... wer ist das? Ich weiß es nicht. Rosie. Was meinst du, Bobas? Ist das nicht einfach das beste Erntefest aller Zeiten? Oh, bombig. Ich habe so viel Spaß. Diese Kürbismasken sind einfach zum Totlachen. Ja, ich kringel mich. Aber sie haben auch eine tiefere Bedeutung. Angeblich helfen sie dabei, ein besserer Bauer zu werden, indem man alles aus der Gemüseperspektive erlebt. Wie dem auch sei, es ist Zeit für den eigentlichen Höhepunkt. Wir werden alle die Feldfrüchte ernten, die wir angebaut haben. Schließlich ist es kein Erntefest ohne Ernte. Und ich erwarte, dass du mithilfst. Wir pflücken alles um die Vogelscheuchen herum. Wenn du noch anderswo etwas angepflanzt hast oder wir etwas übersehen, zähle ich drauf, dass du es einsammelst. Legen wir also los. Alle hergehört. Es ist Zeit für die Ernte. Soll ich jetzt die Tomaten zum Beispiel abernten, die ich da bei dem Ork gepflanzt habe? Oh, kann ich mich dir anschließen? Da ist der Geist. Hey, servus. Du bist es. Erinnerst du dich noch an mich? Wir haben uns bei der Kirche getroffen. Ich habe den Gesang und das Geschrei gehört und musste selbst einmal nachsehen. Ihr feiert hier ein Erntefest, nicht wahr? Wunderbar. Lasst mich doch bitte teilnehmen. Wobei nein, lasst mich auf eurem Bauernhof leben. Ab und zu werden die Dorfbewohner mich womöglich nicht sehen können, aber ich werde über sie wachen und alle Monster mit einem schaurigen Huhu verschrecken. Danke, dass ich hier bleiben darf, Bobas. Und jetzt sollen wir das Fest genießen. Wow. Der Geist schließt sich dem Team von Bobas an. Und noch ein Bewohner. Auch wenn man ihn nicht sehen kann. Ne?
weil er ein eigentlicher Geist ist. So, muss ich jetzt nochmal eine Hütte für den bauen? Aber eigentlich braucht doch der kein Bett, oder? Wieslied! Oh ja, mein Hübscher. Guck dir mal die ganzen feinen Felder an, die du angelegt hast. Darauf kannst du echt stolz sein. Und es sind nicht nur die Felder, für die wir dir zu danken haben. Wir können jetzt auch Gras und Bäume wachsen lassen. Für einen Schlängler wie mich ist das ein wahr gewordener Traum. Es fühlt sich an, als würde das alte Grünfeld wieder aus dem Boden schießen. Wenn wir jetzt noch ein paar Blümchen hätten, dann wäre es wirklich wieder wie früher. Aber darüber können wir auch später noch nachdenken, nicht wahr, mein Hübscher? Jetzt sollten wir erstmal froh sein, das Gottesgewächs in voller Pracht zu sehen. Jo, das ist nett. Bleib mal da, Pastor. Deine Stimme, oh Gott. Ich hoffe, du genießt das Fest, Baubers. Nach all deiner harten Arbeit hast du es dir verdient, dich zu entspannen und Dampf abzulassen. Die Maske steht dir übrigens gut. Ich hätte selbst gerne eine getragen, aber ehrlich gesagt konnten wir keinen ausreichend großen Kürbis finden. Baubers Malrod hat mir gesagt, ich solle aufhören, nur ein Aufseher zu sein und dir bei deiner Bauarbeit helfen. Zu sehen, wie du mit Rosie zusammenarbeitet hast, was ihr zusammen erschaffen habt, bei all dem formte sich ein Gedanke in meinem Kopf. Es ist eine wunderbare Sache, einen Traum zu haben. Und es gibt wenige Dinge in dieser Welt, die schöner sind, als zu sehen, wie der eigene Traum Wirklichkeit wird. Und deshalb möchte ich mich dir anschließen, Baubers. Ich will einer Bauer werden. Ich möchte mit dir auf deine Insel gehen und nach Herzenslust bauen. Aber dafür muss ich erst mit den Kindern Hargons sprechen. Und ich werde erneut deine Hilfe benötigen. Jo, du wirst die kriegen. Wenn du mitkommst, da ist mein Priester, das ist doch cool. Als mein Pastor, Entschuldigung. Seid ihr schon so weit, oder wie? Alter Schwede. Oh nee, da haben wir noch einiges. Okay, dann machen wir doch da mal ein bisschen mit, hä? Cool ernten. Du wolltest alles ernten, oder? Gut. Jetzt habe ich gedacht, ihr nehmt das Zeug mit. Jetzt lasst ihr das da liegen. Meine Güte. Yo, yo, yo. Partystimmung ist angesagt hier. Aber die da kann ich mal wegtun. Die werde ich jetzt auch erst einmal nicht brauchen. Schauen wir mal, was Rosie will. Ich denke mal, das ist Rosie. Hurra! Wir haben die Ernte vollständig eingebracht. Das Erntefest ist ein voller Erfolg. Und jetzt haben wir alle Pflichten erledigt. Was meinst du, Bobas? Sollen wir das Fest offiziell abschließen? Oh ja, ich denke schon. Okay. Bitten wir Bonanzo für die Abschlusszeremonie von seiner wunderschönen Stimme Gebrauch zu machen. Hä? Bonanzo, Bonanzo, Bonanzo! Die Einwohner Grünfels singen und tanzen um das Gottesgewächs und feiern die Kraft der Schöpfung, die ihnen so viel Freude bereitet hat. Nach einer Weile tritt Bonanzo vor und bezaubert alle Anwesenden mit einem Lied von unvergleichlicher Schönheit, das über die Insel hinweg in die Nacht hinausschallt. Da bin ich jetzt froh, dass ich nicht singen muss mit dem seiner Stimme. Aber in dem Meer aus lachenden Gesichtern ist Pastor Earls Stirn kaum merklich von Sorgen umwölkt. Jo, das denke ich mir. Dann bricht der nächste Morgen an. Alakazam! Ui. Ein rosa Affe. Pastor Alakazam, wie kannst du es wagen? Heb, was ist das? Ein Baum. Felder. Du hast hier gebaut, nicht wahr? Mein Herr, bitte. Ich kann das alles erklären.
Was? Das denke ich nicht. Aber... Sag mir, Alakazam, was ist uns, Kindern Hargons, das Wichtigste? Zerstörung, mein Herr. Nur die Zerstörung kann uns retten. Alles muss zerstört werden. Ah, dann weißt du, was du zu tun hast. Du musst diesen Hof und alles darauf zerstören. Oh oh. Ich kann nicht. Ach, wirklich? Dann hinfort mit dir. Mein Herr. Oh. Pastor L. Wenn man etwas erledigt haben will, muss man es offenbar selbst machen. Oh? Oh! Was? Nö! Nein, das Gottesgewächs! Im Namen des Hohepriesters Hargon wird alles zerstört werden. Hat man euch nicht gewarnt, törichte Menschen? Erbauer verbreiten Zerstörung und Verzweiflung, wo sie auch ihren Fuß hinsetzen. Geht hin, meine Diener! Zermalmt diese lächerlichen Menschen im Namen des allmächtigen Hargon. Oh oh. Da kommt ein großer Kampf, denke ich mal. Hehe, kommt Jungs, zerschmettern wir ein paar Schädel. Oh oh. Der Gegner kommt näher, alles klar. So, jetzt gucken wir aber, bevor wir den Kampf antreten, gucken wir, dass alle... die hier nicht ängstlich umherstehen, dass die ein Zackenschwert haben. Ja, ein Zackenschwert. Das ist eine Sie? Ist das eine Sie oder ist das ein Er? Das ist ein Er. Okay, rote Haare. Ich dachte, das wäre eine Sie. Das sah zumindest so aus, ne? Man weiß es nicht. Hallöchen, Schätzchen. Ja. Okay, keine Ahnung, was er hier ist. Ja, jedenfalls wartet der Kampf auf uns, aber natürlich nicht in der Folge heute, sondern erst in der nächsten. Oh meine Güte. Oh meine Güte. Unser Gottesgewächs. Es ist zerstört. Es ist zerstört. Sonst ist alles noch heil. Die Barriere unten, die wird nicht sehr viel hermachen und Pastor L liegt da vorne tot bei den Felsen. Und die Wächter, die warten hier, dass sie losschlagen können, diese Diener. Na gut, aber den Kampf geben wir uns natürlich dann beim nächsten Part. Freut euch drauf, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Hinterlasst einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schönen Tag, schöne Woche, schönen Abend, wie auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.